Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Michael Frontzeck steht unter Druck seit über einem Monat, sieglos, nur Platz 16 vor diesem Spieltag und das als selbsterklärter Aufstiegskandidat. Die Stimmung ist angespannt am Betze. Heute stand die Mannschaft in der Pflicht beim Auswärtsspiel in Zwickau und sie legten sofort gut los. Timmy Thiele mit etwas Glück im Zusammenspiel mit Biada und Thiele mit der ersten Gelegenheit für die Gäste. 33. Minute, Freistoß Kaiserslautern und über Umwege kommt der Ball zu Gottwald, der scheitert an Lange auf der Linie. Gottwald machte heute sein erstes Drittligaspiel überhaupt und trifft fast, nur Lange verhindert den Premierentreffer. Auch der FSV Zwickau machte eine gute Partie, die besseren Chancen hatte Kaiserslautern. Doppelter Doppelpass, Thiele mit Biada und wieder ist es Lange, der in letzter Sekunde retten kann und den FSV Zwickau vor einem Halbzeitrückstand bewahrt. 0:0 zur Pause für Joe Ennox. Eine schöne Serie. Sechstes Spiel als FSV-Trainer. Zum sechsten Mal geht Zwickau ohne Gegentor in die Kabine. Und sie kamen gut in den zweiten Durchgang. Das ist Reinhardt mit dem starken Abschluss. Sievers ist zur Stelle. Kaiserslautern mit der schlechtesten Offensive der Liga. Erst dreimal haben sie getroffen, zu wenig. Dann dieser Ballgewinn und Zuck macht die Partie schnell. Über den pfeilschnellen Thiele, der rennt Wachsmuth weg, der rennt Antonic weg. Brinkis ist da, Thiele im zweiten Versuch mit der Führung. Der Bann gebrochen, wie wichtig dieses Tor ist, sehen Sie am Jubel dieses Spielers und am Jubel des Gästeblocks. Der ganzen Pfalz fällt ein Stein vom Herzen. Der FCK führt mit 1:0, weil Zuck den Traumpass spielt und weil Thiele dann endlich zum ersten Mal trifft für seinen neuen Verein. Zwickau reagierte sofort, brachte mit Ronny König einen zweiten Stürmer und wurde gefährlich durch Antonic. 72. Minute, der Ball in den 5-Meter-Raum verlängert und Antonic legt ihn aus Nahdistanz über den Kasten. Wir springen in eine turbulente Schlussphase. 90. Minute. Pick. Dann der eingewechselte Schad. Geht zu Boden, will den Elfmeter, bekommt ihn nicht. Für mich richtig Frick. Trifft ihn zwar, aber nicht entscheidend. Der direkte Gegenstoß. Nochmal Zwickau. Die taten alles für den Punktgewinn. Der eingewechselte Yannick Mäder. Abgeblockt. Ebenfalls eingewechselt. Lauberbach. Sievers stark. Und dann kommt Löhmannsröben mit der Hand an den Ball und Schiedsrichter Wollenweber zeigt auf den Punkt. Kaiserslautern bekommt den Elfmeter für Schad nicht und bekommt ihn dann gegen sich wegen Handspiels, sagt Wollenweber. Löhmannsröben außer sich und das ist verständlich, denn er geht nur deshalb mit der Hand zum Ball, weil er vorher Königs Ellenbogen voll ins Gesicht bekommt. Unheimlich bittere Situation für Kaiserslautern. Diesen Elfmeter hätten sie niemals gegen sich kriegen dürfen. Toni Wachsmuth war's egal. Der Ausgleich in der Nachspielzeit. Der Kapitän trifft im dritten Spiel in Folge gegen Köln, gegen Jena und jetzt gegen Kaiserslautern. Macht erst jeweils vom Punkt das 1:1. Gleichzeitig der Endstand. Der FC Kaiserslautern stinksauer und hochfrustriert. Allen voran wegen der Entscheidungen von Schiedsrichter Wollenweber. Wenn das kein Foulspiel ist, ja, leck mich am Arsch, Alter, ehrlich. Wie kann man das nicht sehen? Fehlen mir ein bisschen die Worte. Also man sieht, dass sein Ellbogen ganz klar reingeht, dass ich ein Gesicht kriege und also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes-Zähne gehen, aber da vorne haben wir eine Zähne, ganz klar Elfmeter. Wenn das nicht gepfiffen wird, passiert das gar nicht. Und wenn man das, platz mir die Krawatte, ehrlich. Fühlen Sie sich betrogen um den sicher geglaubten Sieg? Betrogen, er spielt hier ein super Spiel. Ja, keine Ahnung, was der Schiri sich gedacht hat. Ich hoffe, der kann eine Woche nicht pennen. Soll erstmal Kreisliga pfeifen und mal die Augen aufmachen. Das ist ja eine absolute Frechheit. Ein Punkt, zwei Gefühlswelten. Kaiserslautern ist trotz guter Leistung extrem angefressen und mittlerweile seit 6 Pflichtspielen sieglos. Der FSV Zwickau hingegen feiert dieses Unentschieden wie einen Sieg.